Guten Tag. Heute hier in Leverkusen. Link ist in der Videobeschreibung, da sind wir. Da musst du gucken. Ja, was soll man sagen? Also ist okay. Oder? Ja. Was würdest du sagen? Ist okay. Ist auf jeden Fall für Regenspot kann man das schon machen. Also sexy. Wenn man aus NRW kommt, kommt doch mal nach Leverkusen hier und check mal ab. Ist auf jeden Fall. Geht hier mal ein bisschen skaten? Regenüberdacht, das ist das Geile. Das ist das Geile an dem Spot. Und wir sind jetzt natürlich unter der Woche hier. Ist jetzt auch nicht viel los, ne? Ich hab schon wieder leicht Rücken, ne? Ja. Die Karre vom Kerner. Kerner, wenn du das siehst, hol dir mal ein neues Auto. Oder mal. Wir checken jetzt mal hier Obstacles an. Was war das denn für ein Karate-Move, Alter? Was war das denn? Ah, ein bisschen Schicki Schale. Kannst du Olli drüber machen oder mit Sicherheit auch sitzen? Ja, ziemlich spektakulär das Ganze. Gehen wir mal weiter. Hier ist noch ein Rail, weil das jetzt, also ich würde es jetzt nicht fahren, weil ja, die Ausfahrt vielleicht eher für Blader oder BMXer. Wahrscheinlich auch können das Skater machen, aber ich kann es nicht machen, will ich auch nicht. Ja, hier ist halt eine Quarterpipe, ne? Etwas groß, oder? Was würdest du sagen? Ja, ist schon größer, aber ist okay, kann man machen. So, hier haben wir Pyramide mit Kinkrail und LED links und rechts und Hip kann man auffahren über die Corner. Also ist mir persönlich alles ein bisschen zu komprimiert. Es ist, man hat einfach so einen Klotz genommen. Hast du das gesehen? Platz sparen ist teilgenommen. Das ist zu steil und zu kurz. Das sieht man nicht so gut. Gib mal her. So, das ist alles sehr kurz und steil irgendwie. Also irgendwie uncool. Also Verletzungsgefahr ist gegeben. So, gehen wir weiter. Komm. So, jetzt haben wir hier noch. Das Obstacle kennst du ja ganz gut. Ja, das kenne ich sehr gut. Jetzt ist auch geil, dass es direkt hier irgendwie. Ja, einfach hier hingestellt. Das Geilste ist, dass oben so heftig eingewachsen ist, von meiner Erfahrung her, also ja, 50-50. Ich wollte hier oben 50-50 drauf, bin aber nicht ganz reingekommen, bin weggerutscht, aber, so glatt ist. Das ist schon sensationell, dass du überhaupt da hochgekommen bist. Weiter geht's. Ja, hier ist noch eine Bank. Hat der Kerner schon Poppy gemacht. Vom Steigungsgrad ist okay, würde ich sagen, oder? Ja. Kann man sich oben festhalten, ist ein Geländer, kann man nicht rausfallen. Wenn es schnell ist. Und ja, super. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum Highlight des Parks. Also finde ich. Good. That was legitness. Yeah, it was. Ein bisschen niedrig. Also finde ich persönlich, du könntest einen Ticken höher sein. Ist ein bisschen niedrig. Muss man ein bisschen flacher reinspringen. Ist ein bisschen klein. Aber geht ab. Ja, ist halt das Highlight des Parks, finde ich. Das Geilste so am Park ist ja eigentlich, kann man sagen, ja schon, dass es halt überdacht ist im Regen.
Das ist so das größte. Hey! YouTube-Video! Das wird ein YouTube-Video, ja. Und ihr seid dabei. So, hier haben wir zwei Kicker. Ja. Ist auch nicht schwierig, würde ich sagen. Ne? Das ist steile Grat, ist okay. Von der Länge ist auch okay. Guck mal, die ganzen Leute gucken schon, als wären wir irgendwelche Superstars. Sind wir auch, wissen die nur nicht. Ja, da ist so eine. Komm, wir gehen mal näher ran. Komm mal runter, du. Wie man sieht, leichte Steigung. Nach unten oder nach oben, wie ihr wollt, je nachdem, von wo ihr kommt. So links oder rechts. Ja, grindet. Slidet. Ja, kann man auch manuell hoch, runter machen. Nose, normal manuell. Macht was ihr wollt. So, nächste Obstacle. Kommt hier, jetzt kommt das Monster Rail. Boah, tschüss, Alter, jemand kackt mich. Also, wir haben schon gesehen, hier, also wenn du das mit Boardslide machst, dann wirst du gefeiert wie der King. Das ist ja fast so hoch wie ein kleines Kind. Da stell ich mal hin mit deinem, guck mal, wie hoch das mit deinem Knie ist. Ja, ist genau ein bisschen Knie tatsächlich. Nee, nicht ein bisschen, es ist schon. Aber der Boden ist hier anders. Der Boden ist anders hier. Mhm. Das ist ein Gimmick bei dem Park. Guck mal, hier haben wir Asphalt. Hier ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, haben die irgendwas drüber gemalt. Blatt. Ist geil. Stört? Was denn? Stört? Was denn? Und da, das steht genau in der Anfahrtrichtung. Achso, die hier. Genau hier, guck. Genau hier würde ich anfahren. Und dann bist du da genau in den Löchlein. Weil genau hier würde ich anfahren. Ja, und das ist so. Aber genau da ist scheiß Luft. Da kommen noch so Wobbles. Ja, die Wobbles, genau, die Wobbles. Die Wobbles. Für die Kickscooter-Fahrer vielleicht. Aber die sind ja einmal komplett im Park herum, die Wobbles hier. Ja, die sind überall hier. Einmal komplett also im Park. Da hinten hast du so Brüste, da auch. Hier hast du wirklich so nur so Wobbles. Mhm. Aber da hast du Brüste. Und die Bank da hinten, ne? Gigantische Bank. Ja. Die Bank, oh, da ist da hingefallen. Oh, Crash. Da muss man aufpassen auch jetzt hier aber, ne? Wir sehen, wie der hingefallen ist. Aber er hat Helm an. Ja, aber der hat das gar nicht kommen sehen. Der ist einfach. Aber da hat man schon gesehen, einmal hingefallen, der hat keinen Bock mehr. Der setzt sich jetzt hin. Ja. Camp an, ne? Ja. Einmal richtig wehgetan, dann ist vorbei. Tag vorbei. Einmal Drop von oben oder was? Ja, komm. So, ja, das war's mit dem Park. Kommt vorbei oder auch nicht. Ob sich das jetzt unbedingt lohnt. Also sagen wir mal so, wenn man aus NRW kommt und man hat keinen Spot, wenn es regnet, kann man das machen. Ja, viel Spaß beim Skaten und hier in Leverkusen auf den, über die, fahrt doch mal über die Wobbles hier, das macht Spock, das macht Spaß. Das macht Spaß, Bock. Und deswegen hier, ihr wisst Bescheid.